Moin Moin aus Seoul, Tag 4. Wir gehen jetzt Korean Barbecue essen. Endlich. Wir sind jetzt ein bisschen früh aufgestanden. Was heißt früh? Ja, 10 Uhr. Wir mussten so früh. Gestern Nacht noch ordentlich feiern. Übrigens nochmal Entschuldigung dafür, dass gestern der Vlog so abrupt enden muss. Aber es ist momentan hier ein bisschen schwierig, da so eine einheitliche Linie reinzubringen. Deswegen war der so abrupt zu Ende. Also seid nicht böse. Ich hoffe, es genügt euch zumindest hier erstmal Eindrücke zu bekommen von Korea, von Seoul. Und euch dann, ich werde nochmal in einem separaten Video darüber sprechen, was denn so meiner Meinung nach so die größten Unterschiede zwischen den beiden Ländern sind, Japan und Korea. Wir haben gerade das Gepäck hier in der Station zwischengelagert. Das könnt ihr nicht machen, wenn ihr schon früher aus euren Airbnb raus müsst, dass ihr da einfach das Gepäck dann in der Station hier zum Beispiel zwischenlagert. Was macht ihr da? Kämpfen. Kämpfen. Oh. Wir waren gerade Korean Barbecue essen in diesem Laden. Jetzt geben wir uns noch so eine Waffe mit Eiscreme, Nutella, Banane. Und hier auch, das ist quasi wie der japanische Crepe, nur auf Koreanisch. Die wissen halt mit Waffeln umzugehen. Is the thing inside cream or ice cream? Cream. Cream. Und wie ist es? Ein Genuss. Mit Erdbeeren, was ist das, Erdbeere und Sahne? Ja. Okay. Only sure? Order the same thing. Yeah. Looking for it. How it is? It's good. Nice. Thank you very much. Nutella Banana. Wieder mal, aber diesmal etwas Spannenderes. Es geht jetzt um Kunst, also moderne Kunst, aktuelle Kunst. Und es ist definitiv ein bisschen spannender als das, was wir gestern erlebt haben. Für mich persönlich auch. I really wanted to see this. It's so fucking great. Oh nein! Schon wieder! Letztes Jahr fast genauso. Selbe Problem gehabt. Closed on Monday. Now it's too hot. Oh, it's too hot? Yeah. Yeah.
But it's actually not so hot, it's just 20 degrees or so, or 19 degrees. Yeah, but you know, the sun is roasting and actually... I'm missing Kobe. You're missing Kobe already? Yeah, I don't want to come. I don't want to have to go to university tomorrow. Genau. Und? No. Wie ist Seoul? Ja, Seoul ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Ganz nett. Ja. Kann gut feiern. Wobei wir auch jetzt echt nicht viel gesehen haben. Wir waren halt hauptsächlich hier in Itaewon. Aber der Palast war schön. Das ist schon, auch wenn es da geregnet hat. Ja, aber es lohnt sich, nochmal wieder zu kommen. Das kostet auch nicht viel. Manchmal kriegt man wirklich, also das war jetzt auch teuer relativ, aber manchmal kriegt man auch günstige Flüge für 100 Euro oder so. Das haben wir jetzt bezahlt. 160, 150? Also es kann noch ein bisschen günstiger, aber das ist auch günstig. Kannst du auch nicht mehr kaufen. Ja. Nice! Ein Saft geholt. Ja, wir machen halt echt nicht so viel. Das ist echt so eine Sache. Nur noch ein bisschen rumschlendern, warten, müssen auch heute Abend noch einen Flug erwischen. Also sorry schon mal dafür, dass es nicht so viel zu tun gibt. Aber ich versuche ein bisschen vielleicht optisch was zu zeigen, Rückflug und was weiß ich alles noch. Und ja, jetzt wird allerdings erstmal die Aussicht genossen. Es war sehr, sehr entspannt. Aber jetzt machen wir uns auf zum Flughafen und gehen zurück nach Osaka. Bye! So, jetzt haben wir uns das Gewicht der Art, was wir hier in diese Box reingemacht haben. So, reclaim. Please select a locket, please enter your password. After checking your locker number and amount of payment, please select the way of payment. We have to pay again. Okay, then we give you the money. Maybe I give the money to Max, I don't know. Maybe not. Fancy. Okay, let's go do a little ride in this station. Come on, Moritz. Beautiful. Well, it's Korean, you know? Because we're in Korea. It's repairing stuff. Okay, maybe I'll drop the camera. I don't know. Nah. Not today. Maybe not. And there's the bitch. It's not working. No, it's working, but I failed. I've accidentally closed the door again. How much do you need? の電波を発信する電子機器類がご使用になれます。今日は本物を機に。
gelandet. Juhu. Hier sind wir auch gestartet, ne? Feels good to be home. Oh, I'm home. Ah, ja. Hey, what's up? Guys, we're back. Back home. Feels good to be home. Isn't it so? We're still not home and we don't know if we'll make it home. Skip the people here. So, back in Japan. Und jetzt auf zur Fähre. Müssen die noch kriegen. Im Shuttle oder so. Yeah, shall we go there? Ich habe ehrlich gesagt richtiges Homecoming-Gefühl, jetzt als ich angekommen bin. Das ist gerade mal seit knapp 2 Monaten. Und 2 Monate. Hey, Alter, wir sind schon 2 Monate fast hier. Jo. Alter Vater. Weiß was. Ersten Tag in Kansai Airport. Wir fahren jetzt gleich los zur Ablegestelle. Dann in der nächsten Folge von Moin Moin Max.